Good morning. So, es ist nämlich Zeit für ein neues Sauerteigbrot. Ich mache mal ein helles Brot jetzt, weil meine Family, die essen dieses dunkle Roggenbrot nicht so gerne. Ich habe ja einen Roggensauerteig-Ansatz, aber ich mache jetzt ein helles Brot damit. Habe ich mir gedacht, oh, ich nehme dich jetzt einfach so ein bisschen mit und habe dann noch eine Ankündigung. Wirst du dann gleich sehen. Ich muss jetzt den Teig ein bisschen, der wird ein bisschen gefaltet immer. Jetzt so gezogen und gefaltet, gezogen und gefaltet. Das ist recht langwierig, aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Und ich warte drauf, ich habe bei Lidl mir so eine neue Kasserolle bestellt. Also so ein Dutch Oven, wie nennt man es? Wie so eine Art Bräter. Habe ich zwar schon einen, aber ich hätte gerne einen runden, ein bisschen kleineren, dass das Brot da besser hochgeht, weil der, den ich habe, der ist ein bisschen groß. Ich hoffe, der kommt noch an heute, dann könnte ich das Brot da drin backen. Aber jetzt werde ich es erstmal ein bisschen kneten, falten und dann wieder da rein. Ich habe hier noch mein ganzes, das mache ich jetzt nicht sauber, weil der Teig muss noch öfter gefaltet werden und ich bin ja schlau, ich putze nicht jedes Mal danach. Ich muss übrigens mit dem Handy kurz weiter filmen, weil mein Akku ist nicht geladen, habe so spontan zum Filmen begonnen jetzt. So, ihr seid wieder ein bisschen aufgeladen. Ich habe jetzt so Hunger, aber ich habe gar kein Brot mehr. Wir haben das Ganze aufgegessen und das Neue ist ja noch nicht fertig gebacken. Ich glaube, ich mache mir jetzt einen Smoothie. Es geht schnell und lecker. Das mache ich mit rein. Was mache ich noch rein? So eine müde Nektarine. Aber das ist halt das Ding, ja, wenn die so weich schon sind, dann gehen die leicht ab. Aber ja, jetzt habe ich sie zu früh gelobt, geht sie nämlich nicht. Ich esse die am liebsten so, wenn die richtig hart sind und aus dem Kühlschrank. So manches, das mag ich gern, wenn es weich ist, so wie Banane, wenn es richtig reif ist. Und die mag ich lieber, wenn die schön hart sind. Ja, das ist aber eine ganz widerspenstige hier. So Leute, das ist schon fast leer. Ich brauche Nachschub. Das ist wirklich das beste vegane Protein, das ich kenne von In & Nature. Ohne irgendeinen Quatsch drin, ohne Aromastoffe, Süßstoffe. Ich liebe das. Gerne meinen Code nutzen. Riesenrandom 10. Viel dauerhaft. Oh, und das gönne ich mir auch. Female Balance. Das ist auch gut. Ups, das ist eben einfach alles, was unseren Hormonhaushalt schön stabil hält und auch bei PMS kann das ganz gut vorbeugen, helfen. Also ich bin ein großer Fan davon. Upsi. Ach, wie geht jetzt dieser? Da ist nämlich auch das Einzige, wo noch so ein Löffel dabei ist. Alle anderen kommen mittlerweile ohne. Und haben dann, kannst du dir so einen Edelstahlmesslöffel holen. Das ist natürlich besser, weniger Müll. Aber der, jetzt, wenn das noch so voll ist. Na komm. Kurkuma, Gerstengras. Natürlich auch rein. Hanfsamen, wenn dich das interessiert, was es damit auf sich hat, bei Instagram kam neulich ein Video dazu. Bisschen Hafermilch und bisschen Wasser. Ich habe leider keine selbstgemachte mehr da, dass es mich auch satt macht. Ne? Ich muss das nochmal sagen, weil das echt immer wieder kommt, Leute. Das sind hier keine Richtmengen. Ihr gewöhnt euch das ab. Zu vergleichen, kriegst du so oft, ja, aber ich esse viel mehr, ich esse viel weniger, dies, das, wie viel soll man essen, so viel, bis du satt bist, so viel, wie du Hunger hast, und das ist für viele total schwer, das muss man erstmal wieder lernen, aber, also meine Videos sind wirklich nur Food Inspo, ich esse meistens einen zweiten Teller noch, und wenn ich zwischendurch einmal einen Apfel oder so esse, oder eine Banane, dann hole ich nicht immer die Kamera raus, also wirklich, schaut euch die Food Inspo an, aber wie viel ich esse, ist wirklich irrelevant. Jeden Tag anders, bei jedem Mensch anders. Der schmeckt ja richtig lecker. Ich habe schon probiert. Weil es muss hier mal wichtig, gell? Ich habe schon so oft gesagt, nicht zu fein pürieren. Damit ihr noch ein bisschen was zum Kauen habt. Das ist einfach besser.
für die Verdauung. Apropos kauen, da mache ich mir oben noch so ein bisschen Granola drauf. Das ist gleich ein bisschen geiler und man hat noch so ein bisschen was zum Schmauseln und zum Cruncheln. Einfach lecker, Leute. Zack. Oh Leute, ich bin heute wild. Ich mache mal ein bisschen Schoko-Spread drauf. Das habe ich eigentlich für meinen Kleinen bestellt, weil der mag sowas total gerne. Das ist von Lini's Bite. Dieses Dark Chocolate und Hazelnut, gell? Genau. Wenn ihr sowas mögt, so Schokocreme. Ich mag das nämlich eigentlich nicht, weil ich finde auch so Nutella, also ich kann es nicht essen, das ist irgendwie so süß und so viel einfach. Obwohl ich eigentlich süß mag, aber das hier ist der Hammer und es hat so geile kleine Zutaten. Einfach mit ein ganz kleinen bisschen Kokosblütenzucker nur gesüßt, Kakaopulver und Haselnüsse. Mehr ist da nicht drin, Leute. That's it. Drei Zutaten, super clean, super wenig Zucker und es schmeckt einfach deutlich, naja, was soll man sagen, also es ist einfach nicht so dieser Süß-Overload und man ist dann auch zufrieden und happy, wenn man es gegessen hat, also es ist wirklich richtig, richtig geil. Bin begeistert und gestern selber auch schon genascht, jetzt mache ich mir das auf mein Smoothie. Herrlich, holt euch das, da habe ich auch einen Code, der ist auch dauerhaft gültig, wenn ihr wollt. Ich glaube, hier ist der Resi 10. Ja. Ich muss hier immer übrigens im Video, ich muss halt immer so Werbung oder Anzeige oder so dazu schreiben, wenn ich euch irgendwas verlinke. Das ist nicht so, also das Video ist nicht kein bezahltes Video, dass die mich bezahlen, dass ich ein Video über die mache. Aber wenn ich halt von irgendwas einen Code habe, dann muss ich es rechtlich gesehen immer Anzeige dazu schreiben, wenn ich euch den nenne. Würde ich ihn euch nicht nennen oder würde ich euch nicht sagen, was das ist, dann würden 50 Leute fragen, was ist denn das für ein Schokomousse? Deshalb mache ich das so. Früher hätte ich einfach durchgezogen, hätte ich gesagt, ja, ist egal, wenn ich jetzt Hunger habe, erstmal fertig machen. Ich habe teilweise so lange nichts gegessen. Boah, Leute, warum? Ist nicht gut. Mein Körper braucht Energy. Geil. Ich glaube, da setze ich mich jetzt kurz hin in Ruhe und genieße es. Ich höre gerade Jessica Simpson. Kennt ihr noch Jessica Simpson aus den 2000er? Geil, das ist so ein Vibe. Ich liebe es gerade, aber ich darf es ja nicht mit euch hören, wegen GEMA. Schade. Ich habe es immer damals geguckt auf MTV. Newlyweds hieß es. Oh mein Gott, das war diese ganzen MTV-Serien. Kennt das noch jemand? Viele davon auch aus heutiger Sicht betrachtet höchst problematisch. Damals haben wir es gefeiert, ne? Wir haben es gar nicht geschnallt. Schnell ausmachen, sonst gibt es Ärger. Guck dir mal den hier an. Ich habe gerade nebenbei noch einen Coffee. Das jetzt. Ich brauche mal so eine ganz scharfe Klinge. Kann man das besser einschneiden. Dann kann man auch so schöne Muster reinmachen. So, ich habe schon einiges fertig gemacht. Uff, was habe ich hier im Haar? Guck mal, ne? Da war auch schon ein bisschen genascht von meinen ganzen leckeren Sachen hier. Und gerade kam mein Päckchen an. Ich habe, wie gesagt, beim Lidl mir so einen neuen Bräter bestellt. Und ich glaube, was habe ich noch bestellt? Ich glaube, noch eine Auflaufform. Da können wir ja mal zusammen reingucken. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, ob das nicht ein bisschen groß ist. Ich glaube, das andere war ein bisschen klein. Let's see. Mal kurz. Passiert. Wo ist die hin? So, jetzt aber. Ne? Guck mal, schön, oder? Ui, schau mal, wer hier aus dem Ofen gekommen ist. Du kleiner Schlinge. Hier sind auch noch leckere Sachen. Oh, Leute, da sind auch ein paar. Und noch einiges mehr. Jetzt setze ich mich kurz mal dahin. Oh, jetzt steht da der Lidl-Karton. Sieht ja nicht so schön aus, ne? Ein bisschen drüber. Da steht eigentlich immer ein Karton. Ich weiß mal nicht, wohin damit. So, ich wollte ja auch ein bisschen mit euch talken, ihr Lieben. Oh, jetzt habe ich aber ordentlich viel gekocht, gebacken und so. Jetzt muss ich kurz durchschnaufen. Und jetzt muss ich gleich noch zu Edeka gehen, weil ich brauche unbedingt, wie heißt das, Butterbrotpapier? Das Weiße.
nicht das braune Backpapier, sondern das weiße, das Butterbrotpapier, weil das schön ist als Hintergrund zum Fotografieren. Und da kommen wir jetzt nämlich auch dazu. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Überraschung und ich habe eine Ankündigung für euch. Und ich dachte, ich teile das jetzt gleich schon mit euch, auch wenn es noch ein bisschen hin sein wird. Aber ich habe einfach Bock, euch da ein bisschen mitzunehmen. Ihr wisst, ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das schon her, schon 5 Jahre oder so, habe ich ja mein E-Book gemacht, mein Kochbuch, mein Rezeptbuch. Und es war wirklich Wahnsinn. Ich kann es bis heute nicht glauben, wie sehr ihr das gefeiert habt und wie gut es bei euch ankam. Und seitdem kamen auch immer wieder Wünsche von euch. Oh, wir wünschen uns ein neues Buch, ein neues Kochbuch, ein neues Rezeptbuch, dies, das. Und mir hat das auch so unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war auch die ganze Zeit mein Wunsch. Aber ich habe die ganze Zeit davor zurückgeschreckt und dachte mit meinem kleinen, mit dem Content, den ich hier täglich mache und so. Ich schaffe das einfach nicht. Aber ich habe einfach so Lust drauf irgendwie. Ich habe so Lust, es mit euch zu teilen und so Lust, ein neues E-Book zu machen. Jetzt habe ich mir gedacht, vor ein paar Wochen, hey, weißt du was, ich fange jetzt einfach mal an, ich probiere es jetzt einfach mal und dann dauert es vielleicht ein paar Monate oder dann dauert es vielleicht ein Jahr, keine Ahnung. Letzte E-Book hat auch wirklich, ich glaube, da habe ich ein Jahr dran gearbeitet. Es war so unfassbar viel Arbeit, man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber ich dachte, ich fange jetzt einfach an und ja, komme richtig gut voran. Das macht mir so viel Spaß. Also große Ankündigung, es wird ein neues E-Book geben für euch. Und es wird nicht nur ein Kochbuch sein, sondern es wird ein, wie soll ich sagen, ein Slow-Living-Kochbuch. Also es wird viele Slow-Food-Rezepte geben. Es wird auch sehr viel um das Thema gehen, Zero Waste, um das Thema Geld sparen. Das ist ja für uns alle gerade ein Riesenthema. Wie kaufe ich ein, dass ich nicht mehr Sachen wegwerfen muss? Wie kann ich Reste gut verwerten? Also ich habe ganz viele Rezepte drin mit Sachen, wo man sagt, oh, das habe ich jetzt übrig vom Saftpressen. Kartoffelschalen, Möhrenschalen und so weiter und so weiter. Wo man sagt, ja, das würde ich normalerweise wegwerfen. Da kannst du super Sachen noch draus machen. Ich habe mir so tolle Rezepte für euch überlegt und ich bin immer noch dran. Es wird auch viel, es wird auch Text geben, also auch was zum Lesen, zum Thema Slow Living, Entschleunigung, zum Thema achtsam essen, langsam essen, Selbstliebe, sich wertschätzen, wie das mit dem Essen, mit dem Herstellungsprozess auch von dem Essen zusammenhängt. Und ja, also ich habe da so eine Vision in meinem Kopf und ich hoffe, ich kann das gut transportieren, dieses Thema gut umsetzen. Und ich weiß, dass es ein Thema ist, was ganz viele von euch auch interessiert und auch beschäftigt. Und ja, ich hoffe, ich kann da einfach meine Liebe für Slow Living, für Slow Food, für dieses Erdende, dieses Achtsame auch einfach rüberbringen. Es wird auch viel zum Thema Sauerteig geben für alle, die auch mit Sauerteig starten wollen. Ich habe sehr lang jetzt die letzten Wochen an eine Step-by-Step-Anleitung für euch geschrieben, wie ihr einen Sauerteig-Starter macht und wie ihr dann auch mit dem Teig umgeht, weil ich bin ja da selber erst vor einer Weile reingekommen in dieses Thema und ich habe da so viel dazu gelesen und das meiste davon ist so kompliziert online, dass ich mir dachte, das schreckt einen total ab und ich habe wirklich einige gelingsichere Rezepte für dich. Und aber auch wenn du sagst, du magst keinen Sauerteig, also du kannst auch die Rezepte, die ich für dich habe, die Brote und so, du kannst auch mit Hefeteig machen und es wird auch nur ein Teil davon sein. Also werden auch ganz normale Rezepte für Mittagessen, für Abendessen. Es wird auch ein bisschen Meal Prep geben, was wirklich geil ist, also was ich wirklich gerne esse, nicht so diese 8 Tage alten Overnight Oats, das finde ich ja nicht so gut, aber ja, auch was, wie baut man einen Salat auf, wie mache ich den perfekten Salat, was kommt da alles rein, was brauche ich da so für Bausteine und ja, auch so ein bisschen, nicht nur Rezepte, sondern ich will dir auch so ein bisschen so Kitchen-Know-how mitgeben, also auch so ein bisschen so, ja, so Küchen-Hacks, wie man das gut machen kann und mit denen du auch dann selber weitermachen kannst. Wenn du jetzt sagst, ah, ich möchte einfach weniger Lebensmittel verschwenden und ich möchte einfach da, ja, Geld sparen und meine Lebensmittel mehr wertschätzen und dann mehr aufbrauchen und möchte immer ein gesundes Mittagessen zur Hand haben, da gebe ich dir einfach auch so ein paar Tipps und Erfahrungen mit und ich glaube, es wird richtig schön, macht mir richtig viel Spaß, aber es ist unfassbar viel Arbeit, wie du dir vorstellen kannst und meine Zeit ist natürlich super limitiert. Mein Kleiner wird hauptsächlich von uns zu Hause betreut. Der geht nur zweimal vormittags in die Spielgruppe, 2,5 Stunden. Der macht keinen Mittagsschlaf mehr. Also der ist den ganzen Tag hier mit uns. Und ich sehe gerade, oh mein Gott, hier unten, guck mal, hier ist meine Linse dreckig. Macht hier so ein bisschen unscharf. Also entschuldige für das sehe ich jetzt erst. Und ja,
Also es ist nicht so einfach und ich mache ja auch noch meinen ganzen Content hier. 2 YouTube-Videos jeden Tag in Real bei Instagram. Also wenn du Rezepte siehst und da kein Rezept dazu findest, dann kannst du davon ausgehen, das ist für das E-Book. Weil ich muss natürlich auch Rezepte bei Instagram weiterhin posten und die Rezepte filmen fürs E-Book. Das E-Book werden komplett neue Rezepte sein. Komplett neue Rezepte, also da wirst du nichts Altes finden, was du schon kennst, weil es soll ja natürlich auch einen Mehrwert haben und da nicht einfach irgendwelche alten Sachen recyceln. Was ich auch noch erzählen wollte, was ich mir auch noch überlegt habe, ihr wünscht euch ja so oft, dass ich meine Rezepte von Instagram auch hier bei YouTube hochlade, weil viele kein Instagram nutzen. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Ich muss natürlich beide Plattformen mit Content bedienen. Wenn ich alles überall hochlade, zeitgleich, hat das irgendwie keinen Nutzen. Und ich möchte auch diese Shorts bei Instagram, bei YouTube nicht hochladen. Weißt du, bei YouTube hier kannst du doch auch diese kurzen Videos machen. Das ist dann einfach dieses 9:16 Format wie bei Instagram. Weil ich das nicht schön finde, nicht ästhetisch finde und es ist irgendwie nicht der Vibe, den wir hier haben wollen bei YouTube. Ich will hier die langsamen, richtigen Videos haben und nicht diese bam, bam, bam kurzen Sequenzen. Hier in der Übersicht irgendwie, weiß nicht, fühl's nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte ja aber einfach immer mal wieder Videos hochladen, also wo ich am Anfang ein bisschen ein Intro filme, so wie jetzt, und dann schneide ich da einfach 5, 6, je nachdem wie viele von meinen beliebtesten Instagram-Rezepten rein oder so thematisch zusammengefasst, Salate, Meal Prep, Brote, Kuchen, und lade das dann hier auf YouTube hoch und dann habt ihr das quasi gesammelt, die Instagram-Rezepte, auch hier bei YouTube, aber in einem schönen Video und nicht in diesen Short-Videos. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich schreibe euch dann die Rezepte einfach unten in die Infobox und ja, vielleicht erreiche ich damit auch ein paar neue Zuschauer hier, das wäre ja auch cool und es ist auch leichter zu finden. Also Instagram ist wirklich eine Plattform, ja, man kann da gut sich präsentieren als Creator, aber es ist wirklich auch so, ja, schwierig. Es gibt keine Suchfunktion, die Rezepte sind so, das ist so schnelllebig, es ist alles irgendwie nichts wert, deshalb möchte ich auch so gerne das E-Book machen. Weil das ist irgendwie, da hat man was und da hat man das gesammelt und das ist dann wirklich auch für die Ewigkeiten bei Instagram ist so, du hast das gepostet und der Algorithmus spielt es entweder gar nicht aus oder es ist dann irgendwann so weit unten, dass es auch keiner mehr wiederfindet. Und ja, genau, da habe ich gedacht, dass ich meine alten Videos von Instagram dann auch hier so gesammelt hochlade. Nicht alle, weil es sind wirklich zu viele und ich möchte auch nicht allen Content überall auf jeder Plattform, ist auch langweilig für die Leute, die beides gucken, aber ja, genau. Und eben dann das E-Book. Das könnt ihr euch dann kaufen, wenn ihr es möchtet. Wenn ihr es nicht möchtet, dann halt nicht. Genau. Soweit, so gut. Das ist die Ankündigung. Ich freue mich, werde euch mitnehmen in nächster Zeit, wie das so klappt. Hier, Step by Step, ihr habt gesehen, ich habe heute früh wirklich hardcore-mäßig. Und ich muss erstmal wieder in dieses Fotogame reinkommen. Ich habe alles nur Videocontent jetzt immer gemacht und muss jetzt mal wieder in diese Food-Fotografie reinkommen, dass mir Hintergründe basteln, mir meine Requisiten wieder zusammensuchen und Belichtung, wie man das ausleuchtet und so, das ist ja wieder ganz anders als beim Filmen auch und ja, macht mir aber sehr viel Spaß, aber sehr viel Arbeit. Also erwartet jetzt nicht, dass das E-Book jetzt irgendwie in 3, 4 Wochen fertig ist. So schnell wird es nicht gehen. Ich muss noch Texte schreiben, da schreibe ich auch die ganze Zeit dran und so. Aber es wird kommen und ich hoffe, ihr freut euch drauf und ja. Ich hoffe, es wird dann auch gut bei euch ankommen und könnt ihr mir schon mal auch zu dem Thema, schreibt mir gerne auch zu dem ganzen Thema, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, was ihr da gerne noch sehen würdet in dem E-Book oder zu dem Thema Slow Living, Zero Waste, Nachhaltigkeit und so. Schreibt mir das ruhig in die Kommentare, freue ich mich sehr über euer Feedback, über euer Input, ihr Lieben. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt mal zu Edeka und mein Backpapier und dann werde ich hier meine ganzen leckeren Sachen abfotografieren, bevor die Jungs wieder zurückkommen und ich dann hier mit dem Kleinen den Nachmittag verbringen werde. Also ihr Lieben, danke euch fürs Zuschauen.